euch? Wie, hast du dich schon erholt? Ja, so langsam. Wie war es für dich, diese Rallye? Das war sehr schön. War eine super Erfahrung. Auf jeden Fall. Am Anfang haben wir ja gesagt, es ist so ein bisschen eintönig, Berg hoch, Berg runter. Aber später, wo ich die Videos geschnitten habe, habe ich gesagt, ey, wie geil waren diese Eindrücke, diese Bilder im Kopf. Die kriegst du einfach nicht weg. Unser Mercedes, der 1 Million Kilometer hat, super durchgehalten. Wir werden uns den Wagen auch gleich mal anschauen. Um was es heute eigentlich geht, werde ich euch sagen. Was haben wir für diesen Mercedes ausgegeben? Keine Ahnung warum, aber ihr wollt es wissen. Ich habe mir natürlich tagelang die Zahlen aufgeschrieben. Also tagelang war untertrieben. Es waren Wochen. Viele haben es natürlich nicht verstanden, warum wir so ein Taxi gekauft haben und so viel reingesteckt haben. Ihr seht natürlich, da ist die Confett Febi drauf. Febi ist ein Sponsor von mir. Also das war eigentlich schon letztes Jahr eigentlich schon bekannt, dass sie diese Rallye machen. Und letztes Jahr haben die mich schon angefragt. Und letztes Jahr habe ich schon gesagt, ja, ich habe Interesse. Und dann haben die dann gesagt, also wir werden jetzt doch keinen Influencer dahin schicken. Da habe ich gesagt, okay. Und dann war es dann so kurzfristig davor, ey Yunus, wir wollen doch einen Influencer dahin schicken. Hast du Lust? Wenn ich nicht ja gesagt hätte, hätten die jetzt einen anderen genommen. Da war ja auch einer aus Schweden dabei, ne? Den wir gesehen haben, der war so cool drauf, er so, hallo, ja. Ich dachte, hat die ganze Zeit so mit mir geredet und dann er so, can you speak English? Ich so, yes. Und dann er so, okay. Ja. Dann ist er weggegangen. Ja. Ich so, hä, okay. Der hat mich nicht verstanden, weil er konnte selber kein Englisch. Febi hat dann gesagt, Yunus, wir brauchen ein Auto. In einer Voraussetzung, wisst ihr ja, mittlerweile 500.000, 500 Euro, 50 PS, 20 Jahre alt und so weiter und so fort. Wir haben uns zusammengesetzt. Ich habe gesagt, was für ein Auto muss ich kaufen, damit wir natürlich jede Menge Febi-Produkte einbauen. Febi hat eine riesen Palette, ne, von Ersatzteilen für jedes Auto. Ich habe aber natürlich gesagt, was für ein Auto könnten wir uns nehmen? Natürlich, das Auto muss schrottreif sein. Unser war mehr als schrottreif. Eidosch weiß das. Ich wollte mir eigentlich den W213 kaufen zuerst. Das Ding war hammerbillig. Der hätte gekostet 2000 Euro, Leute. Es war eine Limousine. Es war der gleiche Motor. Der hatte Motorschaden gehabt. Aber egal. Dann haben wir uns für den entschieden, wir haben mal gekauft. In dieser Videoreihe wollten wir auch mal zeigen, was Febi für Produkte alles hat. Weil viele da draußen wissen es nicht. Viele denken immer noch, Febi macht nur Stabis und Querlenker. Und wir haben ja jetzt gezeigt, was die alles machen. Wie zum Beispiel Turbolader, Bremsen, Bremssattel, Federn und. Also die Palette ist riesig. Und dann haben wir den Wagen natürlich fertig gemacht. Deswegen, das wollte ich nochmal vorab gesagt haben, dass ihr das ungefähr mal versteht, warum, weshalb. Okay, wie lange haben wir für den Kauf gebraucht, Eidosch? Dann haben wir noch gehandelt, weil der Typ war ja Hammer. Beschreibung war, das Auto ist in Ordnung, kein Ölverlust, gar nichts. Wir kommen dahin, das Auto war voll mit Öl. Ich starte den Wagen, Motorkontrollleuchte brennt, der Wagen hat ungefähr... Er hat doch erstens mal gestartet. Genau, das wollte ich gerade sagen. Er hat 1 Minute lang georgelt, bis der gestartet ist. Und danach, wo der gestartet ist, er hat gezittert. Wow. Der fällt mir gleich auseinander, wo er sich dann zu sich kam. Da war mir schon klar, ich kaufe das Auto. Eidosch, wir hatten nur 4 Wochen Zeit gehabt, bis zur Rallye. Ich habe bis morgens 1 Uhr hier gearbeitet. Eidosch war sehr, sehr oft hier. Wir waren freitags hier, samstags hier, sonntags hier, damit wir dieses Auto fertig machen. Das Auto würdest du nur kaufen, wenn du das Getriebe brauchst und den Motor gebraucht hättest. Also zum Ausschlachten eben. Genau. Mhm. Sonst wäre dieses Auto eigentlich in der Schrottpresse gelandet. Ja. Wenn ich den nicht gekauft hätte. Das Auto stand jahrelang drauf. Da waren Schnecken drauf, unten, oben. Und darum nennen wir den auch Schnecke. Schnecken. Und dann haben wir den natürlich fertig gemacht. Die Videoreihe könnt ihr euch natürlich anschauen. Dann haben wir die Rallye gefahren. In der Rallye hatten wir echt nur ein Problem gehabt, wo er nicht gezogen hat. Da stand auch Getriebe, Wirkventil. Wo wir wieder zurückgekommen sind, habe ich das Ganze nochmal getauscht. Da habe ich jetzt kein Video gemacht. Wo wir gefahren sind, der hat immer mehr Vibration gehabt bei einer Beschleunigung. Und dann haben wir auch gesehen, Kardanwellenmittellager kaputt ist. Den haben wir auch getauscht. Was haben wir für den Wagen ausgegeben? Das interessiert natürlich sehr viele da draußen. In dieser Videoreihe sind natürlich sehr viele Mercedes zu mir gekommen, wollten irgendwelche Reparaturen durchgeführt haben und so weiter und so fort. Manche hatten 100.000, manche hatten 200.000, manche waren vom Baujahr 2008, 2009. Die waren alle in einem guten Zustand. Keiner hat sich so fahren lassen wie dieses Auto. Diese beiden Schrauben wurden undicht vom Getriebe. Das heißt, hier habe ich so leicht Getriebeöl verloren und habe gemerkt, dass hier die Schrauben nicht gut waren. Da muss ich jetzt Unterlegscheiben und eine größere Schraube nehmen. Ist aber nicht wild, ist auf jeden Fall dicht jetzt. Hier Kardanwelle, diesen Mittelgelenk habe ich erneuert. Der ist neu. Es ist unglaublich, Leute, was das ausmacht, dieses Gelenk. Ich hatte immer Zittern bei 120. Wir hatten immer das Geräusch. Und Geräusch gehabt, ne? Das war sehr laut. Hinten Stabis, Querlenker, Stoßdämpfer, Luftbalken, alles ist neu. Vorne ist alles neu. Hier Ölverlust haben wir nicht. Leichtes Ölverlust vom Servolenkung haben wir ganz leicht. Ich habe aber nichts nachgefüllt. Irgendwo, ich schätze mal, ein Behälter oder so ist undicht. Ansonsten gibt es nichts. Nichts ist ausgeschlagen.
Wagen lässt sich immer noch super fahren. So, jetzt hat er sich auf jeden Fall diesen Mercedes-Stern verdient. Und den werde ich jetzt auch sehr schnell dran machen. Bam! Ach Mensch, wir sind die ganze Zeit ohne gefahren. Hier steht vor der Frage, Auto nochmal reparieren, wie unser Taxi, der 1 Million Kilometer hat, oder neues gebraucht. Und darum geht es auch in unserem neuen TV-Format Keep It or Kick It auf D-Max. Was müsst ihr mitbringen? Ihr solltet Lust auf die Kamera haben. Zweitens, es geht hauptsächlich um Auto, nicht um Dreirad, nicht um Fahrräder und nicht Motorräder. Dritter Punkt, natürlich Money für passende Gebrauchte zu finden oder für die Reparatur. Dann, Jonas, wenn ich weiß, dass mein Auto das und das hat und das kostet so und so viel Geld, was macht ihr dann? Mit Fachleuten bewerten wir euer Auto. Was würde die Reparatur kosten? Oder wir finden euch ein neues Gebrauchtes. Zweiter Punkt, Bonus. Das heißt, für ein neues Gebrauchtes oder für die Reparatur würden wir auch finanziell mitsteuern. Dritter Punkt, und das ist das wichtigste Punkt, was wir machen. Wir werden das Auto reparieren, ob es der alte oder der neue Gebrauchte ist. Wir werden das so reparieren, dass ihr Minimum 2 Jahre sorgenfrei fährt. Schreibt uns an, wir versuchen zu helfen. Alles unten verlinkt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja vor der Kamera. Alter, du brauchst ein neues Auto? Ich habe gehört, deiner ist total scharf. Ich kann dir eins besorgen. Kein Problem, können wir drüber reden. Komm. Machen wir die erste Folge mit dir. Jetzt kommen wir zur Abteilung Schadenfreiheit. Was habe ich für dieses Auto schon mal bezahlt? 1000 Euro. Ventildeckel Licht, oh, muss alles aufschreiben jetzt. Mach es einfach ganz kurz. Ich habe Stoßdämpfer hinten, dann Luftbalken, dann haben wir Ventildeckel gemacht, Einspritzdüsen gemacht, Wandler gemacht. Minimum 30 Liter Öl, ist noch untertrieben. Getriebeöl, ungefähr 20 Euro, 1 Liter kostet. Pedale gemacht, Licht hinten, Klima haben wir noch gemacht. Ich fasse das komplett zusammen, kann auch mehr ausgegeben haben, aber es waren locker 2000 Euro, weil ich weiß noch, wo ich die Sachen gekauft habe und hinten ist ja unser Finanzamt, Aidosch, hat dann damals gesagt, wir sind schon bei 1800 Euro und da haben wir noch ein paar Sachen geholt gehabt. Das weiß ich noch, was du gesagt hast. Genau. Und jetzt kommen wir natürlich, Pini, wir haben Bremsen vorne, hinten. Wir haben die ganzen Querlenker vorne, hinten. Wir haben Federn vorne. Wir haben Bremssattel. Wir haben Stabis vorne, hinten. Wir haben Turbolader. Dann haben wir die HD-Scheiben. Dann haben wir Domlager. Turbolader, kann ich euch nur mal sagen, ist ja ein Garrett-Lader. Allein der Turbolader kostet 1500 Euro. Sagen wir mal Pi mal Daumen, 2500 Euro. Komplett. Okay. Phoebe, 2500 Euro. Kummo dabei, Reifen, Jumabe, TÜV. Dann haben wir ungefähr 500 Euro noch TÜV, Reifen und so weiter und so fort. Okay? Ja. 1000, 3000, 5500, 6000 Euro. Wobei ich mir sicher bin, es ist mehr. 6000 Euro. Wir haben 4 Wochen gearbeitet. Wie viele Stunden da drauf gegangen sind, keine Ahnung. Ihr müsst die Videos anschauen, das könnt ihr ja mal raten. Radlager haben wir auch vergessen. Es sind so viele Sachen, die kann man gar nicht aufzählen. Ich schätze mal, es ist noch wenig, aber ohne Arbeitslohn. Da kommt noch Arbeitslohn dazu. Jetzt haben wir hier ein Auto stehen, was noch mal seine weitere 500.000 fährt, Aldosch. Bin ich mir 100% sicher. Wenn man natürlich das Ganze pflegt, ne, ist klar. Ja. Da draußen sagt dann, nee, das hätte ich nicht gemacht, verstehe ich. Es gibt Leute da draußen, die geben lieber Geld für Spielautomaten aus. Es gibt Leute, die geben lieber Geld für 5000 Euro Felgen aus. Es gibt Leute, die geben über 10.000 Euro nur für eine Auspuffanlage aus, damit der 1-2 Dezibel lauter ist. Ne? Und ich bin nicht so einer. Also egal, ob ich Geld hätte oder nicht, ich würde mir niemals eine 10.000 Euro Anlage kaufen. Ich liebe Autos, die Schrott sind, zu reparieren und dann nochmal Leben einzurauchen. Für mich war das echt sehr, sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Was kostet ein S211, der von 2007, 2008 mit diesem Motor, mit dieser Ausstattung in einem guten Zustand auch 6000 Euro. Eigentlich hat man den jetzt auf den Wert gebracht, den das Ding normalerweise haben müsste, wenn er gepflegt worden wäre. Genau. Leute, jetzt kommt natürlich die Frage, Jonas, was machst du mit diesem Auto? Ja, wir haben noch was damit vor. Ich weiß aber nicht, ob das zustande kommt oder nicht. Aber erstens steht das noch in den Sternen, weil ich ja auch eine Fernsehsendung jetzt bald drehe. Das heißt, ich weiß nicht, wie ich Zeit habe. Wenn aber einer da draußen, Taxiunternehmen oder einer im Bau oder irgendwas, so ein Auto sucht, ja, und wir werden uns irgendwie einig, dann würde ich dieses Auto abgeben. Wenn einer Interesse hat, mir ein gutes Angebot macht, ehrlich. Seriöse Leute. Ihr könnt gerne euch melden. Ja, die wichtigste Frage, würdest du nochmal so eine Rallye machen? Die gleiche Tour nicht. Mhm. Eine andere, kann ich mir vorstellen. So was Extremeres. Also schon Offroad mehr. Das war schon zu viel Normallandstrecken.
Ich hätte da schon ein bisschen mehr erwartet, dass man so mehr so Schotterpisten und mehr so Matsche und was weiß ich nicht. Ich würde die Österreich-Tour jetzt selber nicht nochmal machen, ganz ehrlich. Aber ich würde die Balkan-Tour vielleicht machen oder die Afrika-Tour. Aber zum Schluss hat sich das gelohnt, wo ich mit dem Wagen gefahren bin. Das war einfach schön. Aber ich sagte, das ist noch ein Bruchteil, weil ich glaube, es ist viel, viel mehr. Ich habe mit dir vergessen. Mit dir. Ach, ich habe so viele Sachen noch vergessen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft ist bis dann. Ciao. Boom! Bam.